Diskussion. So, also, jetzt kommt das Jingle, Online-Talk heißt es, und dann sage ich mit einer Netzreporter XL-Ausgabe und Vera Linz am Mikrofon herzlich willkommen. Der Online-Talk kommt heute direkt aus dem Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft am Berliner Bebelplatz, gleich gegenüber der Deutschen Staatsoper. Diese Sendung ist Auftakt einer Talkreihe unter dem Titel Digitaler Salon, die in Zusammenarbeit mit dem Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft einmal im Monat Antworten auf Fragen der vernetzten Gesellschaft sucht. Unser Thema lautet heute Masse und Macht im digitalen Zeitalter. Vor dieser Runde hat Professor Wolfgang Schulz, Gründungsdirektor des Humboldt-Instituts, eine kurze Einführung gehalten zum Thema. Er hat uns deutlich gemacht, sehr beruhigend, wir diskutieren nicht voraussetzungslos. Man hat ja manchmal so ein bisschen den Eindruck, als würde mit dem Netz alles neu erfunden worden. Nein, Masse und Macht hat auch schon Menschen vor uns beschäftigt. Die klassischen Partizipationsmöglichkeiten sind unter Druck. Das ist eine weitere These. Er sprach vom Ermächtigungsversprechen des Internets, vom Mobilisierungsversprechen des Internets und hat auch deutlich gemacht, dass Entscheidungsprozesse verändert werden durch das Netz. Wie das genau aussieht, das werden wir jetzt diskutieren in dieser Runde. Und dazu begrüße ich Sie natürlich als erstes nochmal herzlich willkommen. Dann außerdem mit dabei Anke Domscheit-Berg, Unternehmerin, unter anderem OpenGov. Mi ist ein Unternehmen und Netzaktivistin mit den Schwerpunkten Open Data und Open Government. Hallo. Außerdem mit dabei Stefan Groß-Selbeck, Vorstandsvorsitzender der Xing AG. Dahinter steht, die meisten kennen es natürlich, das soziale Netzwerk für berufliche Kontakte Xing. Herzlich willkommen. Und außerdem an meiner Seite Martin Heidingsfelder, Internetunternehmer und Gründer der Plattform Phoniplug, die Dissertationen auf Plagiate untersucht. Ja, wie verändert das Netz nachhaltig Machtstrukturen? Erhält die Masse mehr Macht? Kann sie wirklich mehr mitreden und mitentscheiden? Und führt das zu einer Veränderung unserer repräsentativen Demokratie? Oder sind das nur temporäre Netzphänomene? Manche sprechen ja schon von einer Postdemokratie, die unser bisheriges Demokratiesystem ablösen wird. Das sind Fragen, über die wir sprechen. Und zuerst an Sie, Wolfgang Schulz, die Frage, hat die Masse jetzt mehr Macht oder redet sie nur anders mit als vorher? Weil den Stammtisch, den gab es ja schon vorher, hat er sich jetzt einfach nur ins Netz verlagert? Selbst wenn er sich einfach nur ins Netz verlagert hätte, macht das einen Unterschied. Und das ist, glaube ich, etwas, was man zur Kenntnis nehmen muss und was Politik mühsam zur Kenntnis nimmt. Wir wissen alle, dass es einen Unterschied macht, wie öffentlich Vorgänge sind. Also ob man weiß, dass irgendetwas von anderen so oder anders diskutiert wird, das macht einen erheblichen Unterschied. Und das hat alleine schon ein Element von Ermächtigung. Selbst wenn Sie solche beliebten Sachen sich anschauen wie Twitter Walls bei Veranstaltungen beispielsweise, dass also die Tweets erkennbar sind für das Publikum. Das erzeugt eine neue Ebene von Öffentlichkeit neben der eigentlichen Tagung und das irritiert möglicherweise einen Redner vollständig. Und so kann auch die Politik oder andere jedenfalls irritiert werden. Wie viel das tatsächlich jetzt zu einer Veränderung von Demokratie führt, das ist, glaube ich, erfreulicherweise nicht einfach naturwüchsig, sondern auch etwas, was ein Gestaltungsprozess ist. Und da ist die Politik nach meinem Eindruck gerade bei. Mit durchaus unterschiedlicher Emphase. Einige etwas stärker diese Prozesse aufnehmen, andere eher versuchend, das traditionelle Ideal von repräsentativer Demokratie genauso zu erhalten, wie es ist. Aber würden Sie aus diesen Beobachtungen ausschließen, dass sich die Einflussmöglichkeiten verbessert haben? Dadurch, dass es jetzt auch öffentlich ist, was vorher vielleicht nur am Stammtisch war? Ja, eindeutig. Also wir haben ja einige Phänomene erkennen können. Stuttgart 21 wird immer als Beispiel genommen, ACTA sicher auch, wo man so Aufschaukelungsprozesse erkennen konnte. Und die sind einfach jetzt durch unvernetzte Stammtische nicht zu erreichen. Also dazu braucht man ein Medium. Das Medium allein macht es nicht. Ne? Also es sind sicherlich die Menschen, die da interagieren und die Interessen, die dahinter stehen. Aber insofern macht es einen Unterschied. Aber eben einer, der noch nicht von sich aus gerichtet ist, sondern der gestaltbar ist aus meiner Sicht. Das klingt optimistisch. Wollen wir mal auf einige Instrumente schauen, mit denen mitbestimmt wird? Eines, das dieser Tage sehr heiß diskutiert wird, auch im Netz selbst, ist der sogenannte Shitstorm. Anke Domscheit-Berg, ist das ein Fluch oder ein Segen? Wie würden Sie es nennen? Das hängt natürlich davon ab, ob man jetzt Ziel des Shitstorms ist. Dann findet man das wahrscheinlich nicht besonders segensvoll.
Man kann aber einen Shitstorm durchaus konstruktiv einsetzen. Und ich würde sagen, die Hauptunterscheidung ist, richtet er sich gegen eine Person und ist er also persönlich beletzend und beleidigend gemeint? Das würde ich nicht so toll finden. Das fühlt sich auch nicht angenehm. Und ich habe das schon erfahren dürfen. Der dritte übrigens tut nicht mehr so weh, also das lässt nach. Aber wo das durchaus Sinn machen kann, ist, wenn man das gegen bestimmte Institutionen richtet, gegen Unternehmen, die sich sexistisch verhalten, rassistisch verhalten, irgendwelche anderen Schweinereien machen, rosafarbene Ü-Eier mit irgendwelchen langbeinigen Feen mit Atombusen versehen und solche Sachen. Also da, finde ich, sind Shitstorme ausgesprochen angebracht. Auch bei ACTA hat das Sinn gemacht und es war auch erfolgreich. Ich hoffe, dass wir das beim Leistungsschutzrecht auch noch schaffen. Das ist auch so ein Fall, wo ich denke, kann man gar nicht genug Shitstorm verursachen. Also es hat durchaus eine gute Seite. Sie sagen, Sie haben selbst schon einen erlebt, schon mehrere. Wie war das? Erzählen Sie mal. Na, unangenehm. Was ist da genau passiert? Das Fiese an Shitstorms ist ja, man kann sie nicht wirklich vorhersehen, man kann sie auch nicht beeinflussen oder steuern. Es schaukelt sich in der Tat so ein bisschen von selber hoch und man hat keine Ahnung, ob es jetzt schon auf dem Höhepunkt ist oder noch schlimmer wird. Und dann wird es halt sehr persönlich und es wird in der Regel auch sehr frei von Fakten. Also gerade wenn es an Personen geht, dann hat es ja nichts damit zu tun, wie jetzt die genannten Beispiele, wenn ich da von diesem rosa Ü-Ei rede und genau sagen kann, das ist sexistische Werbung, die kleine Mädchen im Prinzip verdirbt, weil sie ihnen zeigt, sie müssen 2 Meter lange dürre Beine haben und Wespentaille und Hackenschuhe und Atombusen. Und das sind halt Fakten, ja, das ist schlecht. Aber wenn dann einer schreibt, irgendwelche Behauptungen bei mir kursierte durch das Internet, ich würde mit dem CIA und BND und Polizei und FBI und ich weiß gar nicht mehr alle, mit wem ich so zusammenarbeite, die bezahlen übrigens leider alle nicht, aber dagegen kann man sich halt nicht wehren. Ja? Ich kann ja auch nicht sagen, lieber CIA, mach mal Akteneinsicht und beweise mal, dass ich nichts mit dir zu tun habe, funktioniert ja nicht. Also da ist man dann einfach ein bisschen wehrlos. Und ja, wenn einem dann bestimmte Motive unterstellt werden, die man natürlich auch nicht beweisen kann, dass man die nicht hat, das ist dann unangenehmer, ja. Wie ist das dann ausgegangen? Das hört dann plötzlich auf oder was passiert dann? Nicht plötzlich, ist wie eine Welle. Die ist hoch, schwappt rüber und dann geht es auch wieder weg. Also jeder, der gerade kurz davor ist, einen zu erleben oder irgendwann mal einen hat, dem kann ich eigentlich nur den Rat geben, es geht auch relativ schnell wieder vorbei. Und es tut auch wirklich jedes Mal etwas weniger weh. Und man kann das dann irgendwann in die richtige Schublade tun, nämlich die, wo Troll draufsteht. Das sind halt relativ viele im Internet unterwegs, die sehr viel Zeit haben und viel Energie haben und denen das auch Spaß macht, Leute zu verletzen. Da gilt die Grundregel, don't feed the Troll. Also da reagiert man einfach gar nicht drauf, legt es rein in die Schublade, klappt sie zu und was anderes kann man eigentlich gar nicht machen. Das ist ja vielleicht ein Beispiel, Sie sagten, gegen Institutionen kann es durchaus Sinn machen. Das ist vielleicht ein Beispiel, wo es eher destruktiv oder zumindest nicht sinnvoll wirkt, so ein Shitstorm. Stefan Groß-Selbeck, nehmen wir mal das Wort Shitstorm. Das ist ja schon so ein ganz komisches Wort, was es im Englischen, glaube ich, also es gibt es, aber es wird nicht so benutzt, wie wir es hier verstehen. Shit, also Scheiße und Sturm. Wie ist dieser Name überhaupt entstanden? Wissen Sie das? Das weiß ich nicht. Wissen Sie das, Frau Domscheit-Berg? Man sagt ja, shit hits the fan im Englischen, also den Ventilator. Und dann kann man sich das ja so vorstellen. Vielleicht ist das der Shitstorm, was da durch die Luft fliegt und einen trifft und halt nicht angenehm abzukriegen ist. Vielleicht kommt es daher, aber ich weiß es nicht. Ich spekuliere nur. Aber in dem haben wir auch schon welche erlebt. Also die Beispiele gibt es ja zum Hauch, dass man als Unternehmen eben in die Kritik kommt und dass es auch einen Shitstorm gibt. Und das ist, finde ich, ein ganz besonders plastisches Beispiel, wo eben wir schon so eine gewisse Machtverschiebung haben, nämlich speziell zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Also die Macht und den Einfluss, den heute Kunden und Konsumenten auf Unternehmen haben, das ist ja also eine ganz andere Dimension, als es vor Internetzeiten war. Und das hat zu tun zum einen mit Transparenz. Ja. Ich habe eben ganz andere Möglichkeiten, Informationen zu kommen, Preise zu vergleichen, Qualitäten zu vergleichen. Also ich komme mit Zugang zu viel mehr Informationen und ich kann dann diese Informationen natürlich auch dramatisch anders teilen. Also ich kann eben meinen persönlichen Ärger, den ich vielleicht früher, weil ich als Kunde über irgendwas frustriert bin, meinen Freunden und meiner Familie erzählt habe, den kann ich halt jetzt 100-fach, 1000-fach, vielleicht 100.000-fach innerhalb kurzer Zeit kann ich das verbreiten. Und das ist natürlich eine enorme Macht. Und alle klugen Unternehmen reagieren darauf und versuchen, das zu steuern.
Ist das eine Art der Mitbestimmung oder der Machtverschiebung, wo Sie sagen, das ist schon was nach vorne geht, also wo wirklich, also wirklich im konstruktiven Sinne die Masse mehr Macht bekommt? Ja, also das ist in diesen Feldern eindeutig so. Ich habe sogar schon Unternehmen gehört, die, also wenn man jetzt Plattformen, wo die Nutzer den Eindruck haben, das ist eigentlich meine Plattform, wenn da die Nutzer ihre Anforderungen erheben, dann ist das schon so eine Art Teilenteignung des Eigentümers, der eigentlich denkt, er kann da mal ein neues Design einführen und in Wirklichkeit ist es anders. Ob man das jetzt positiv bewertet, also ob das letztlich zu dem schöneren Produkt führt, dass dann letztlich die Masse von Konsumenten wirklich dem besseren Wert bietet, das ist wieder noch eine ganz andere Frage. Aber erstmal auf der Ebene der reinen Verschiebung von Machtverhältnissen stimmt das schon. Martin Heidingsfelder, wie entsteht ein Shitstorm? Was muss sozusagen da sein, dass sowas überhaupt losgeht? Es muss ja schon irgendwie, muss ja irgendein Element da sein, wo viele Leute sagen, das stört uns so sehr, dass wir da jetzt raufgehen. Ja, also es muss eine emotionale Welle entstehen. Also es macht gar nichts Sinn, wenn irgendwas passiert, was keinen interessiert. Und die Menschen, die das machen, das ist übrigens eine sehr gute Analyse, das sind Trolle. Ja? Und jeder von uns ist selbst ein kleiner Troll. Also wenn ich hier in den Raum schaue und uns hier vorne so ansehe, jeder hat auch schon mal ein bisschen getrollt. Mit diesen, ich finde ich sinnvoll, die haben sowas wie ein reinigendes Gewitter. Wenn man persönlich selber davon betroffen ist, mir ging es auch schon so, dann ist es halt einfach unangenehm. Aber es ist wirklich, wie gesagt, es geht vorbei. Man muss eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen entwickeln und einfach nur ein bisschen sachlich reagieren. Ich reagiere als emotionaler Mensch auch immer ein bisschen mehr als üblich. Das kann ich niemandem empfehlen. Aber das hat auch Konsequenzen, aber man sollte einfach den Shitstorm, der gehört dazu. Das ist eigentlich für das Medium typisch. Es kann sich sehr schnell was aufschaukeln, aber es geht auch was sehr schnell wächst, geht auch sehr schnell wieder zugrunde. Also ist eine gewisse Konsumentendemokratie, kann man das so sagen, die dadurch entstanden ist? Das kann man so sagen, also ganz sicher. Die Unternehmen sind gezwungen, natürlich viel stärker darauf zu achten, darauf zu hören und zu reagieren. Und also der Einfluss ist greifbar, ja, dass einfach natürlich die Kundenorientierung, ja, von dem jedes Unternehmen immer redet und das aber die wenigsten Unternehmen haben, die wird auf diese Art und Weise erzwungen und das ist was Gutes. Also ich finde an der Stelle ist das uneingeschränkt gut. Ob nun die Kunden das bessere Design machen als das Unternehmen, das ist, kann man lange darüber diskutieren, aber ich sag mal, sich dem Kunden für mich zu stellen, ja, und auch mal Haltung zu haben und zu sagen, pass mal auf, wir glauben, dass es besser ist aus diesen und jenen Gründen, das ist ein gesunder Prozess. Ist auch eine Möglichkeit sozusagen, um eigene Umfragen sich zu ersparen. Ne? Man kann sozusagen auf diese Art und Weise erfahren, was die Kunden wollen oder was sie nicht wollen. Das stimmt, da habe ich eigentümliches Beispiel beim deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialog gefunden. Die chinesische Regierung stellt angeblich im Augenblick, anders als beispielsweise in Deutschland üblich, alle Gesetze online und die Bürgerinnen und Bürger können kommentieren. Das überrascht einen zunächst, aber die Idee dahinter ist die, dass man Informationen darüber gewinnt, was akzeptiert wird, wie die Haltung dazu ist. Also im Grunde in einem System, das keine freien Medien und keine freien Verbände hat, so ein Ersatz für das, was bei uns eben diese Verbände und Institutionen und Medien leisten. Also insofern ist das auch natürlich ein Feedback-Mechanismus, aber es ist natürlich auch viel mehr. Und die Frage dieser Wirkung von solchen Mechanismen, glaube ich, hängt sehr stark auch von dem ab, wie wir alle in dieses Feld schon reinsozialisiert sind. Wenn ich weiß, dass andere Leute das nicht ernst nehmen, dann trifft es mich natürlich auch nicht so sehr. Wenn ich unsicher bin, welche Leute nehmen das eigentlich auf, dann wird es gefährlich. Das haben wir bei traditionellen Massenmedien, die Politik beispielsweise, gelernt. Die Medienberichterstattung ist gefährlich, wenn ich weiß, dass meine politischen Gegner, oder noch gefährlicher, wenn ich weiß, dass meine politischen Freunde darauf einsteigen. Mhm. Und so ähnlich, solche Mechanismen bilden sich, glaube ich, jetzt oder haben sich zum Teil schon rausgebildet und relativieren denn zum Teil solche Sachen, dann kann man eben auch mal sagen, okay, das nimmt keiner ernst, das sehen alle, dass das Trolle sind, was soll's. Es trifft mich natürlich, weil es mich direkt adressiert, also deshalb kann man es nicht völlig abschütteln, aber die Wirkung, die soziale Wirkung hängt immer davon ab, was die anderen damit machen. Ich würde gerne das chinesische Beispiel nochmal aufgreifen und zwar passt das eigentlich sehr gut. Es ist in der Tat so, dass in Deutschland Gesetze nicht online kommentiert werden konnten, und offiziell nicht kommentiert werden können. Aber es gibt
sehr häufig da, wo die Tendenzen, Verwaltung und Politik zu öffnen, nicht von oben kommen, eine Bewegung von unten, die das dann halt von unten öffnet. Und genau das haben wir bei den Gesetzen in Deutschland erlebt. Die Zivilgesellschaft hat das Ruder in die Hand genommen und hat sich gedacht, dann machen wir halt Government von unten transparent und haben auf Bundesgit, nennt sich das, auf GitHub. Das ist eine Plattform, wo man Open Source zum Beispiel hochlädt und auch kommentieren, weiterschreiben, verändern, verzweigen kann. Und da befinden sich jetzt alle deutschen Bundesgesetze mit all ihren Absätzen und Unterparagraphen. Man kann da wunderschön kommentieren, Gegenvorschläge machen und so weiter. Das kann die Bundesregierung natürlich komplett ignorieren. Sie wäre aber nicht gut beraten, das langfristig zu tun. Mhm. Sie sind eine Verfechterin auch dieser, na nicht der Shitstorm, würde ich nicht sagen, aber dessen, dass sich die Masse im Netz auch äußern kann, auch ungefiltert äußern kann, obwohl es auch viel Diskussion und Kritik gibt. Ich erinnere an Markus Beckedahl, der letzte Woche war es, glaube ich, ziemlich deutlich seinem Frust Ausdruck verliehen hat darüber, was alles da geschrieben wird und dass sich jeder, ich sag mal, auskotzen kann und dass es nicht sehr, sehr produktiv eigentlich ist, was da passiert. Muss man das moderieren? Muss man das steuern? Braucht man da auch Hierarchien oder so, um das in eine bestimmte Richtung zu bringen? Die Antwort ist natürlich nicht trivial. Das hat man ja auch, Markus Beckedahl ist ja ein Experte des Fachs in diesem Thema und das hat man auch daran erkannt, dass er selber keine einfache Lösung hat und auch im Prinzip die Masse, das Netz gefragt hat, habt ihr noch Ideen, wie kann man es denn besser machen? Weil als jemand, der die Freiheit des Internets verteidigt, will er natürlich nicht dahergehen und sagen, ich mache das jetzt nur noch mit namentlicher Registrierung und Fingerabdruck und was weiß ich, was man alles Schönes machen könnte, wenn man wollte und ganz fies ist. Er will es auch nicht moderieren, weil man dann keine besonders interaktiven Debatten mehr hat, weil es alles zeitverzögert ist und niemand mehr richtig reagieren kann. Das will er nicht und das würde ich auch nicht wollen. Ich kann mir aber Situationen vorstellen, wo es vielleicht nicht anders geht. Also ich kann ja zum Beispiel keine politische Beteiligungsplattform haben und habe da stundenlang rassistische Kommentare draufstehen. Das geht einfach gar nicht. Ich kann auch nicht zulassen, dass dort unflätige Beleidigungen gegen andere, die sich konstruktiv mit Argumenten beteiligen, draufstehen, weil es den Dialog kaputt macht. Und da sind wir in diesem in dieser Veränderung unserer Demokratie und der Gesellschaft hin zu einer, die sehr digital geprägt ist, da sind wir ja noch ganz am Anfang. Wir sind im Kindergarten. Wir lernen gerade noch so komische Buchstaben schreiben. Und dazu gehört eben auch, wie kommuniziert man vernünftig im Internet miteinander? Wie geht man mit Trollen um? Und auch die Trolle selber müssen mal lernen, dass das halt nicht so funktioniert. Wir werden sie nie loswerden. Und ich finde, dass zumindest ein Vorteil die Trollerei hat, weil wir zum ersten Mal wirklich wissen, was so eigentlich in den Köpfen unserer Menschen abgeht, unserer Mitmenschen. Wir können ja so viel ausblenden und verdrängen und so tun, als wäre alles immer rosa und schön und diese und jene Problematik, die gibt's gar nicht oder die ist so klein. Wenn man sich die Foren durchliest, dann weiß man, verdammt, die ist wirklich noch da und die ist groß und man muss dagegen was tun. Und dann hat man viel mehr Ansätze, dagegen auch was zu machen. Aber man muss das natürlich so machen, dass es eben nicht diesen Dialog stört. Und bei sexistischen Kommentaren gibt es was ganz Tolles, das heißt hater.org, also hatr.org. Da kann man alle sexistischen Kommentare, die man aus seinem Blog immer wegmoderieren würde, weil die will man natürlich nicht im eigenen Wohnzimmer haben im Digitalen, die werden da auf hater.org praktisch exponiert, der Lächerlichkeit preisgegeben. Man sieht auch nicht mehr, an wen die mal adressiert werden. Aber man kann eben auch nicht mehr sagen, das Thema gibt es in Deutschland nicht, das war mal in den 60ern. Sondern man sieht, es ist noch da, es ist gravierend, man muss was dagegen tun und dafür ist es gut. Man muss halt nur neue Wege finden, wie man es so schafft, dass man weiter miteinander konstruktiv reden kann. Sie haben es in einem Interview genannt, wir brauchen virtuelle Empathie. Stefan Groß-Helbeck, virtuelle Empathie, was könnte das aus Ihrer Sicht bedeuten? Sie haben es nicht gesagt, Frau Domscheit-Berg hat es gesagt, aber ist das ein Weg, virtuelle Empathie erziehen, die Leute dazu zu erziehen? Ja, ich glaube, viel von dem, was Frau Domscheit-Berg beschreibt, ist, kommt natürlich hängt mit der Anonymität zusammen. Die ist eine Riesenchance. Und gleichzeitig bedeutet sie eben, dass die typische soziale Kontrolle wegfällt. Nicht? Also ich gehe nicht bei mir zu Hause vor die Haustür und pinkel auf die Straße, weil ich dann soziale Konsequenzen zu fürchten habe. Und deswegen unterlasse ich das. Und wir wissen auf der anderen Seite aber, dass wenn irgendwo die soziale Kontrolle zusammenbricht, zum Beispiel
Katastrophengebieten nach einem Erdbeben, dann werden normale Bürger zu Plünderern, ja, weil eben die soziale Kontrolle und alle Institutionen zusammenbrechen. Und so ein bisschen, finde ich, ist das eine Analogie. Ja. In einem anonymen Raum gibt es diese Kontrolle nicht und da kann man jetzt sagen, zeigen die Menschen ihr wahres Gesicht? Ich weiß es nicht, aber sie zeigen zumindest ein hässliches Gesicht in vielen Situationen. Und in der Tat ist die Frage, wie man damit umgeht, toll wäre, wenn sie alle empathiefähig wären, aber ich fürchte, das ist ein frommer Wunsch. Eine Lösung, wie man es besser regeln kann, habe ich auch nicht. Anonymität hat in bestimmten Situationen absolut ihren Wert. Und offensichtlich ist dann das, was wir an Hässlichkeit da manchmal erleben müssen, ein Preis, den wir dafür zahlen müssen. Stichwort, bitte. Ja, kann nur zustimmen. Also es ist tatsächlich so, ich habe ja jetzt beide Seiten kennengelernt. Mhm. Ich war eine Zeit lang anonym Plagiatsjäger, dann unter meinem Namen bekannt. Wenn man unter seinem Namen agiert, unterliegt man einer sozialen Kontrolle viel stärker als vorher. Also ich habe an mir selber gemerkt und meine Freunde haben sich schon lustig gemacht, dass ich nicht mehr bei Rot über die Straße gehe, weil ich irgendwie Angst habe, dass dann einer sagt, ja, Doktoren hinhängen, aber bei Rot über die Straße gehen. Das fängt so im Kleinen an. Man verhält sich auch im Internet anders. Also das ist tatsächlich so, weil jeder weiß, wer man ist. Und deswegen sage ich, Anonymität hat seine Berechtigung, muss sein. Aber ich sage auch, wenn man nicht anonym ist, hat das Wort auch ein anderes Gewicht. Und manche bauen sich Pseudonyme auf und bekommen über dieses Pseudonym ein unheimliches Gewicht. Aber es ist wie bei allen Dingen, es hat eine positive Seite, eine negative Seite. Wenn ich da auch nochmal zum Shitstorm zurückkomme, die meisten dieser Trolle agieren natürlich anonym. Das ist ja natürlich klar. Manche trauen sich auch was unter ihrem Namen. Aber auch Shitstorm hat eben nicht nur eine Downside, sondern auch eine Upside, weil sehr viele Menschen sich mit den Opfern solidarisieren und sagen einfach, das ist einfach Mist, was ihr hier macht, das ist völlig überzogen. Hört bitte auf und so weiter. Wir haben das, man könnte das vielleicht Gutenberg-Effekt nennen, wo plötzlich alle sagen, oh, ihr Bösen findet so viele Sachen und so festen Ding und alle, ja, Bildzeitung, 80%, Gutenberg soll Verteidigungsminister bleiben, um Gottes Willen. Ja, wir sind wirklich schlimm mit ihm umgesprungen, also ich zähle mich da durchaus mit dazu, aber unterm Strich hat er gehen müssen und das war unser Ziel und danach war es auch gut und okay. Jetzt macht man ab und zu noch mal einen Witz im Derben und dann ist auch okay. Die Sahnetorte war übertrieben übrigens, aber ich habe immer Angst, dass hier einer von der Jungen Union dabei ist und mir eine Sahnetorte mitbringt. Als kleine Rache. Aber, ja, aber es hat alles seine positive und seine negative Seite und Anonymität ist aber auch wichtig, um was zu erreichen. Aber Wolfgang Schulz, der Shitstorm allein oder die Plagiatsjägerei war es ja dann wohl nicht. Da muss doch noch mehr dazu kommen, wenn die Masse wirklich es schafft, jemanden so zu kippen, wie im Fall Gutenberg oder anderen Fällen, oder? Ja, ganz eindeutig. Ne? Man hat hier auch ein ganz gutes Zusammenspiel sehen können der traditionellen Medien mit denjenigen, die sich da im Netz aktiv beteiligt haben. Und das war sozusagen eine neue Ebene, die dazugekommen ist, aber die hat jetzt nicht vollständig das normale politische Agieren ersetzt, sondern es ging darum, ist der noch tragbar nach den Maßstäben, die in der Politik herrschen. Und wenn dann irgendwann klar ist, da ist etwas öffentlich bekannt, das ist nach den normalen Maßstäben nicht tragbar, dann ist es halt vorbei. Und da gab es eben jetzt eine zusätzliche Informationsquelle, einen zusätzlichen Mechanismus, aber das war sicherlich jetzt nicht, den ohne ihre Leistung schmälern zu wollen, jetzt alleine dieses. Ne? Aber das hat dazu beigetragen. Also es ist ja in der Tat so gewesen, dass der Spiegel wohl gleichzeitig auch versucht hat, solche Vergleiche durchzuführen, es aber einfach so schnell nicht geschafft hat und so effizient, wie das auf diesen Plattformen möglich ist. Das ist eine neue Art von Arbeitsteilung, die einfach besser ist als alle anderen Mechanismen, die das erreichen könnten. Ich möchte da gleich mal einhaken, weil wir hatten ja dann noch einen zweiten Fall innerhalb von 12 Monaten, wo unser feiner Herr Bundespräsident Wulff ja auch in der öffentlichen Kritik stand und wieder ein Shitstorm, der sich aber in einer ganz anderen Welle sozusagen verteilte. Und wir können diese beiden Fälle eigentlich sehr gut vergleichen und auch daraus lernen. Bei zu Gutenberg ging es wirklich empörend und hat alle bewegt. Und bei Wulff wurde das ziemlich kühl über die Weihnachtsfeiertage und so weiter. Aber es wurde richtig verschleppt. Aber auch hier wäre es, denke ich, ohne das Internet wären viele Dinge nicht passiert.
Wie manche wissen, habe ich ja auch aus Facebook heraus eine Demonstration organisiert. Die gleiche Demonstration hat es bei zu Gutenberg schon gegeben. Damals wurde die aus Guttenplug heraus organisiert im Chat. Wir müssen einfach sehen, wenn die Medien nicht dementsprechend Druck machen und Fälle verschleppen, wie jetzt zum Beispiel auch den Fall Schawan, der unheimlich interessant ist, wo es keine Empörungswelle gibt, komischerweise, dann müssen wir diese Fälle langsam anfangen zu vergleichen und schauen, was können wir besser machen für die Zukunft. Und ich denke, dass die Netz-Community, ich nenne es mal so, oder die Leute, die sich im Netz bewegen, auch überlegen müssen, ob das nicht mit der Zeit sozusagen die Gewalt genommen wird, weil man es immer wieder macht und immer versucht auf die gleiche Art und Weise. Und man muss sich was Neues überlegen oder neue Strategien. Nach dem Motto, es ist nur spannend beim ersten Mal, oder? Ich denke, die Leute haben es auch, glaube ich, ein bisschen satt, dass wir sozusagen da mit den Politikern ein bisschen derbe umspringen. Also komischerweise zähle ich mich wieder dazu, ja, aber da kommt eben dieser andere Effekt rein, den ich schon mal bei dem Shitstorm, sie solidarisieren sich einfach mit den Opfern, ohne drüber nachzudenken, ist das jetzt okay, dass eine Bundesbildungs- und Forschungsministerin Plagiate in ihrer Dissertation hat, die doch als Vorbild, als woher kommt die Politikerverdrossenheit? Woher kommt dieser Brass auf die Politiker? Die Leute sind nicht zufrieden mit dem, was sie abliefern, und sie dienen uns nicht mehr als Vorbild. Mhm. Und deswegen, wir sind zwar alle begeistert von Politik, aber es gibt viele Frustrierte in unserem Land von Politik. Und die müssen ein positives Beispiel geben. Mhm. Diesen Anspruch habe ich an Mandatsträger. Aber zeigt das nicht doch dann auch wieder die Schwäche der Masse, dass man es beim ersten Mal noch spannend fand und beim zweiten Mal fand man es vielleicht auch noch spannend und jetzt, wo es so ein bisschen die Mühen der Ebenen eingetreten sind und um mehr geht als nur jemand zu kippen, so lehnt man sich zurück und sagt, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr so richtig? Also ich sehe das genau so. Das klang ja anfangs schon an. Also Shitstorms setzen Emotionalität voraus. Ja. Und Emotionalität ist nicht unbedingt hilfreich für einen, sagen wir, konstruktiven Dialog. Ja? Und deswegen finde ich Ihr Beispiel interessant. Also man kann ja nicht sagen, dass, jetzt Gutenberg ist ein besonderer Fall, aber man kann ja nicht sagen, dass der eine Skandal einer gefälschten Dissertation größer ist als der andere. Aber es hat eben mit diesen emotionalen Mechanismen zu tun, dass der eine eben in den Mittelpunkt rückt und der andere nicht. Und da ist natürlich, jetzt haben wir viel positiv über Shitstorms gesagt. Ich finde sie auch positiv, weil sie eine Awareness schaffen für ein Problem und weil es eben ein Feedback-Mechanismus ist. Aber das Problem, was dann zutage tritt, wird nicht gelöst im Shitstorm. Und da tritt der Shitstorm ganz sicher an seine Grenze. Ja? Also lass uns ihn auch nicht zu hoch aufhängen. Er ist auch kein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung, darf man auch nicht vergessen. Ja, lass uns den Shitstorm nicht verwechseln mit Demokratie. Das ist in gewisser Weise eine Elite, die da Feedback gibt. Und als solches ist das wichtig, aber es ist auch kein Ersatz weder für demokratische Prozesse noch für einen konstruktiven Dialog. Also ich würde da gerne einhaken, denn ich ordne Vroniplug völlig anders ein. Vroniplug macht keinen Shitstorm. Vroniplug macht nicht mal Politikern irgendwie Feuer unterm Hintern. Vroniplug macht eigentlich nichts, außer komplett sachliche, wissenschaftlich basierte Vergleiche von zum Beispiel einer Doktorarbeit und irgendwelchen Quellen. Da steht nicht dabei, finden wir furchtbar, soll zurücktreten, in keinem einzigen Fall. Das ist nämlich genau das, was Vroniplug und seine Arbeit unterscheidet von Shitstorm-artigen Dingen, sondern es arbeitet nur sachlich. Die Interpretation, die können andere machen. Die können dann auch in Medien oder privat oder auf Twitter fordern, was immer sie wollen. Vroniplug macht das aber nicht. Und das, finde ich, sollte man sehr sauber unterscheiden. Und natürlich gibt es große Unterschiede zwischen einem Fall und anderen Fällen. Also ich kenne keinen Fall, der so schlimm plagiiert war wie von Gutenbergs Arbeit damals. Das waren ja irgendwie weit über 80%, die abgeschrieben waren, wenn man sich diesen kleinen bunten Barcode im Internet anguckt, wo nur die weißen Linien seine eigenen Texte waren. Da gibt es fast keine weißen Linien mehr, da braucht man schon eine gute Brille. Und das ist mit Frau Schawans Doktorarbeit natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Also das sind hauptsächlich Plagiate, wo sie von sich selbst abgeschrieben haben soll. Und ich finde, das kann man schon anders bewerten, als wenn jemand nur von anderen abschreibt. Es soll da auch andere Fälle geben, aber allein die Anteile insgesamt sind viel, viel kleiner. Und deswegen ist natürlich auch die öffentliche Reaktion darauf viel, viel kleiner. Also da sollten wir das schon unterschiedlich gewichten, unterschiedlich betrachten und vor allem so eine sachliche Hintergrundarbeit nicht verwechseln mit Shitstorm.
Ich spreche, aber zeigt es nicht auch, was jetzt gesagt wurde, wirklich die Grenzen dieser Massenbewegung, weil, wie Sie schon jetzt eben skizziert haben, dass Politik, Tagespolitik ist wirklich mühsame Kleinarbeit. Man muss ausdifferenzieren, es lässt sich nicht alles zuspitzen, man muss sich tiefer hineindenken in die Dinge, das ist zum Teil auch langweilig und mühsam und da springt die Masse dann auch ab. Zeigt das nicht auch die Grenzen dieser Massenmöglichkeiten durch das Internet? Also das ist wahrscheinlich so. Also ich finde in der Tat richtig, was sich in der Diskussion hier rausschält, nämlich dass man zwei Sachen unterscheiden muss. Das eine ist, wenn man sich diese Plagiatsplattformen anguckt, ist der Mechanismus, der Qualitätssicherungsmechanismus, der ist erstmal im Prinzip nur eine Art Crowdsourcing. Also man bittet viele mitzuhelfen, nach bestimmten Kriterien zu vergleichen. Und die Frage ist, wann hat man eigentlich die Motivation, das zu tun? Ist das auf Dauer stellbar? Das kann ich schwer sagen. Wir wissen über die Motivation verhältnismäßig wenig. Es gibt ein paar Untersuchungen auch zu Wikipedia und anderen Phänomenen, warum machen Menschen das eigentlich? Sofern es tatsächlich der Wille ist von anderen Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft zu sagen, wir wollen sozusagen an der Reinheit des Systems mitwirken, was man ja immer macht als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, dass man überall an Evaluationsverfahren teilnimmt, so könnte man auch als Teil des Ethos sehen, man macht auch an sowas mit. Dann würde es auf Dauer zu stellen sein. Aber ich finde auch die andere Ebene interessant und das ist sozusagen die strategische Skandalisierungsebene. Und wenn Sie sagen, sozusagen, da hatten wir unser Ziel erreicht, er war weg, dann heißt das ja, da war mehr als nur jetzt der Wille, die Reinheit der Wissenschaft zu fördern, sondern es war ein strategisches, politisches Ziel. Und das finde ich auch interessant an diesen Sachen, es ermächtigt natürlich jetzt nicht unbedingt alle Bürgerinnen und Bürger in gleicher Weise, sondern es gibt denjenigen, die diese Instrumente besonders gut beherrschen können, einfach eine neue Machtstellung in der Gesellschaft. Man kann als jemand, der ein solches Instrument erfindet und nutzen kann, kann man einen Politiker, den man von dem man meint, er sollte aus welchen guten oder schlechten Gründen auch immer dieses Amt nicht mehr bekleiden, in dieser Situation tatsächlich dazu bringen, zurückzutreten. Das ist aber nur, wenn er wirklich Dreck am Stecken hat, sonst funktioniert das ja nicht. Das will ich nicht bestreiten, aber man hätte es eben vorher so nicht machen können. Also man muss hier auch nochmal einen Punkt machen. Das stimmt natürlich. Phoniplug ist im jetzigen Zustand eine reine Dokumentationsplattform. Also da wird sich politisch kaum geäußert. Da sind auch keine politischen Fälle anhängig in irgendeiner Weise. Der einzige Fall oder die drei Fälle, die man jetzt da noch groß bearbeiten hätte können, das wäre Altusmann gewesen, das wäre Kultusminister in Niedersachsen, Wöller, ehemaliger Kultusminister in Sachsen gewesen oder eben Schawan. Diese Fälle hat man nicht bearbeitet, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber man muss auch die Entwicklung und die Genese dieser ganzen Geschichte anschauen. Und da muss man einfach sagen, Guttenplug ist aus Shitstorm-Motivation von Leuten entstanden. Phoniplug, gut, ich wollte es halt machen. Wir waren, glaube ich, nur noch zwei Bayern überhaupt in dem Ding. Und für uns ist halt Stoiber schon ein bisschen so ein rotes Tuch mit blau-weißer Fahne in der Hand. Und dann habe ich es halt gestartet. So war es halt. Und um so ein Wiki groß zu machen, muss man eben auch eine gewisse Öffentlichkeit herstellen und eine gewisse mediale Aufmerksamkeit. Das gehört dazu. Davon ist man weggekommen und das ist auch gut so. Das gehört zu einer Entwicklung und zu einer Reife dazu. Man muss das, da sind wir nämlich genau bei dem Schwarm. Ein Schwarm, der ist am Anfang ziemlich chaotisch und unkoordiniert. Und das waren wir am Anfang auch. Also muss man einfach sagen, wir haben am Anfang unheimlich viele Fehler gemacht. Ich vor allem dran, weil ich also da ein bisschen eine tragende Rolle gespielt habe. Da sind Fehler gemacht worden, ganz klar. Aber aus diesen Fehlern hat der Schwarm gelernt und hat dementsprechend dann Regeln eingeführt. Am Anfang haben wir, wenn auf 10 Seiten Plagiaten waren, haben wir veröffentlicht. Wusch, raus. Jetzt sind es 10% der Seiten. Jetzt sagt man, na, bei Schawan sind es, ich habe heute mal geschaut, also es ist schon weit drüber inzwischen. Aber jetzt sagt man, oh, das kann man noch anders beurteilen und nicht jedes Plagiat ist gleich und so weiter. Und so schafft sich der Schwarm, was Sie in Ihrer Einführungsrede sehr gut geschildert haben, der schafft sich seine Regeln. Und das ist der Kontrollmechanismus, der ganz gut ist. Haben Sie den Eindruck, dass sich dadurch auch eine politische Kultur verändert hat, dass also das wirklich zurückgeschwappt ist ins analoge Leben, dass man eben sich jetzt ganz genau überlegt, was mache ich, wenn ich eine Dissertation schreibe oder wenn ich in eine Politik gehe, dass man also wirklich weiß, okay, da steht jemand hinter mir, der mich kontrollieren kann?
Das will ich sehr hoffen. Also ich vermute sehr stark, dass es so ist. Also der Druck der Öffentlichkeit, also zu wissen, irgendetwas kann öffentlich werden, das übt einen erheblichen Einfluss aus. Also eben wegen der sozialen Regeln, die schon angesprochen wurden, das ist ganz klar. Mhm. Also ich glaube, da sind wir noch lange nicht da, wo wir sein wollten. Deswegen würde ich befürworten, dass man da wirklich vorbeugende, richtige Regeln, verbindliche Regeln schafft. Zum Beispiel über Nebeneinkünfte von Abgeordneten, dass man endlich ein Lobbyregister hat, dass wir endlich als eines von nur nach einer Handvoll, neben Saudi-Arabien und zwei, drei anderen, haben wir die UN-Konvention zu Korruption nicht unterschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Deutschland unterschreibt diese Konvention nicht. Wegen einer Stelle, da geht es um Bestechung von Abgeordneten. Ja, wollen wir die nicht auch nicht haben? Aber wir unterschreiben es nicht. Und solche Regeln, die müssen wirklich auch als echte Regel da sein. Die will ich nicht nur als soziales Gewissen haben. Das reicht mir nicht aus. Da müssen wir einfach mehr machen. Aber ich finde, an der Stelle auch wieder, also an der Stelle ist eigentlich der Fall Gutenberg ein relativ langweiliger Fall. Weil Plagiieren ist verboten, es ist unethisch, es ist nicht in Ordnung und so weiter und so fort. Und da ist nur die Frage, bringt man das zur Kenntnis? Also wird das sozusagen publik gemacht und dann noch verteilt und werden dann auch die Konsequenzen gezogen? Sehr eindeutiger Fall und ihr Verdienst, dass es gelungen ist. Interessanter und schwieriger sind ja die Fälle, wo ich jemanden aufgrund seiner... Ja, Sie und das Team. Einverstanden. Interessanter sind ja und schwieriger sind die Fälle, wo jemand wegen seiner politischen Meinung unter Druck gesetzt wird und er vielleicht sich gar nicht mehr traut, sich zu äußern, weil er einen Shitstorm fördert, weil er einen Shitstorm fürchtet. Das sind die Momente, wo eben eine Diktatur der Masse als Stichwort potenziell gefährlich sein könnte. In Ihrem Fall ist es eindeutig, das ist zu verurteilen. Aber wenn ich höre, und es gibt ja so Anzeichen, dass eben politische Diskussionen inhaltlich über Shitstorms oder überhaupt Reaktionen im Web in eine bestimmte Richtung gefördert werden, dann darf man eben nicht vergessen, es ist kein demokratischer Prozess. Und dann sind wir mitten in der Diskussion drin, was ist direkte Demokratie, was ist repräsentative Demokratie, wie verändert sich das Verhältnis dadurch? Da gibt es viele, viele schwierige Fragen. Dazu möchte ich gleich kommen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich aus dem Publikum zu äußern. Wenn Fragen oder Anmerkungen sind, einfach ein Zeichen geben. Wir haben ein Mikrofon und ja, da gibt es eine Anmerkung von Jens Best. Das Mikrofon ist auf dem Weg. Zur Veränderung der Demokratie. Ich weiß nicht, wie es Elias Canetti geht, wenn zu seinem Titel Masse und Macht jetzt so viel über Shitstorm gesprochen wird, aber da er ja kein Wissenschaftler war, sondern auch Lyriker, vielleicht kann er ja mit Shitstorm auch was anfangen und lächelt jetzt gerade. Shitstorm, ich glaube, das ist auch schon ein Teil der Demokratie und Leuten, denen man halt jahrzehntelang nicht zugehört hat, die können jetzt nicht gleich beim ersten Satz sagen, oh, übrigens, was ich sehr gut finde in dieser Republik, wir könnten mal Folgendes probieren. Die müssen halt erstmal sagen, was mir seit Jahren ehrlich gesagt tierisch auf den Nerv geht in dieser Firma, in diesem Land, in diesem Kegelclub, ja, also überall da, wo Leute nicht gefragt wurden bis jetzt und jetzt halt die Möglichkeit haben, sich zu äußern, da kommt halt erstmal nicht unbedingt immer was Konstruktives. Das ist auch nur menschlich. Insofern ist der Shitstorm, ich weiß gar nicht, dass ich immer noch dieses Wort sage, weil es gab einen wunderbaren Vortrag von Sascha Lobo, ich glaube Republika 2009, 2010, die ist auch auf YouTube, How to Survive a Shitstorm, 25 Minuten, danach kann man eigentlich das Thema abhaken. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass dieser Begriff Shitstorm jetzt so von allen verwendet wird, weil das irgendwas erklärt und eigentlich gar nichts. Nämlich es geht um die diskursive Fähigkeit dieser Republik. Und wir haben jetzt nicht gelernt, in der Schule zum Beispiel zu debattieren. Wir haben nicht gelernt, dem anderen zuzuhören. Der Gadamer, Philosoph, was sagt er nochmal? Die Grundlage eines Gesprächs ist, dass der andere Recht haben könnte. Falsch zitiert, aber so ungefähr sagt er es. Insofern, wir lernen zuhören und wir lernen dann auch sauer zu sein. Und ab und zu muss man über diesen Hügel des Schmerzes, aka Shitstorm, drüber gehen, damit man danach gemeinsam ein neues Tal der Freuden machen kann. Und ich glaube, wir sollten mal damit aufhören, über diesen Unsinn zu reden, sondern wir sollten uns überlegen, dass mit dem, also eins hat das Internet nicht verändert, um es mal auf den Punkt zu bringen. Der Tag hat nach wie vor 24 Stunden. Das heißt, wir können auch morgen mit diesem Internet nicht an allem partizipieren, was wir gerne machen wollen. Ich finde auch, Partizipation ist in großen Teilen nichts weiter als ein Ersatz für fehlendes Vertrauen. Es gibt ein paar Sachen, da würde ich gerne mitmachen.
Und es gibt ein paar Sachen, da will ich mitmachen, weil ich glaube, die das machen, die haben es falsch gemacht. Aber ich würde gerne das sein lassen. Ich würde gerne jemanden vertrauen, der das richtig macht und ab und zu mal gucken. Und auch das geht mit dem Internet. Aber das haben wir alles kulturell noch nicht gelernt. Ich komme zum Punkt. Wir zahlen keine Honorare für Referate, genau. Insofern, ich kam überhaupt nicht auf die Idee, dass das so ist. Aber der Punkt ist ja, ich glaube, dieses Aufhängen an so Worte bringt uns gar nichts. Wir sollten einfach dahinter schauen, insbesondere wenn wir jetzt den digitalen Salon hier haben. Wir werden ja auch öfters haben, dass wir einfach überlegen, was soll das eigentlich? Wir sind nicht diskursiv vorbereitet als Gesellschaft. Ja, hier vielleicht so mit 20 Leuten kriegen wir das hin, 50, wie auch immer. Ja. Aber als Gesellschaft, da muss man halt erstmal durch. Und ich sage, das ist eine Aufgabe von 25 Jahren. Die müssen wir aber trotzdem heute anfangen. Und wenn wir jetzt und jede kleine Sache, die schief läuft, gleich wieder ein halbes Jahr lang Shitstorm nennen, dann haben wir die Idee, nämlich dass mit dem Internet ein emanzipiertes, aufklärerische Gesellschaft eine Spur möglicher wird als vorher. Die haben wir dann vergessen. Und darüber sollte es eigentlich in einem Salon in Berlin gehen. Das heißt aber auch wieder, dass wir eine bestimmte Elite haben oder einen bestimmten Kreis an Denkern haben, die jetzt darüber nachdenken müssen, was man aus diesem großen Versprechen überhaupt rausholen kann. Wir sind ja in der Situation, dass wir vor einem großen Versprechen stehen. Das Internet hat uns sozusagen suggeriert, es ist jetzt alles möglich, die Masse kann sich beteiligen und jetzt stellen wir fest, was alles läuft, nicht läuft und schief geht und so weiter. Also brauchen wir auch wieder die Elite oder auch wieder Denker, die jetzt überlegen, wie man es strukturiert, wie man es macht, Wolfgang Schulz? Ja, die haben sich ja zum Teil schon selber herausgebildet. Nicht? Das ist interessant, dass sich, finde ich, an der interessantesten Entwicklung überhaupt, dass sich eine neue Elite etabliert hat in diesem Bereich, die jetzt zu allem Möglichen gefragt wird, obwohl sie in Anführungsstrichen jetzt besondere Kompetenz nur in Anführungsstrichen in Netzfragen hat. Also die beliebteste Beispiel dafür, was ich immer habe, ist, dass ich irgendwo das Frühstücksfernsehen einschaltete und die Frage kam, was sagt das Netz zu Gauk? Und das hieß natürlich, dass danach jetzt ein Netzaktivist gefragt wird, wen er für den besten Bundespräsidenten hält. Und da fragte ich mich auch, warum soll jetzt ausgerechnet der dazu irgendetwas sagen? Aber das ist halt eine neue, sich herausbildende Teilelite, die in dieser Gesellschaft eine erhebliche Bedeutung hat. Aber im Augenblick sieht man eben wieder auch, also insofern ist da schon zutreffend die Beschreibung, dass wir, glaube ich, über längere Prozesse sprechen. Man sieht ein ständiges Hin- und Herpendeln. Also es wird jetzt alles ganz anders. Da ist Partizipation an allem und jedem, dann erkennt man eben den Wert von es wird einem etwas abgenommen. Dann sieht man aber wieder, das heißt jetzt nicht, dass nicht immer auch die Möglichkeit einzugreifen eingeräumt werden sollte. Die ist nicht deshalb schon falsch, weil nicht alle jetzt etwas tun. Also der Umstand, dass sich nur wenige beteiligen, dass sich nur bestimmte beteiligen, heißt jetzt nicht, dass diese Art von Beteiligungsmechanismus nicht an mehr an vielleicht auch demokratischer Legitimation bringt. Und in diesem Prozess sind wir im Augenblick drin. Das kann man also richtig sehen, also auch in sehr langsamen Entwicklungen zum Teil, wie das politische System versucht, das für sich zu verarbeiten und zu sagen, wie viel beispielsweise kann man parlamentarische Verfahren verändern, um solche Einwirkungsmöglichkeiten zuzulassen, ohne die großen Vorteile, die so ein parlamentarisches Verfahren auch hat, komplett damit aufzugeben. Mhm. Also in dem Prozess stecken wir gerade drin. Ich würde ja gerne mal die Redezeit von Jens Best als sein Sprachrohr verlängern wollen, weil er hat, ich mache das ja, du brauchst es nicht selber sagen, er hat einfach so ein wunderschönes Beispiel mal gebracht, das sehr, finde ich, sehr plastisch verdeutlicht, in welcher Situation wir uns in diesem Lernprozess der digitalen Demokratie befinden. Und zwar hat er gesagt, wenn wir uns jetzt darüber beschweren, so und so wenig Leute oder nur die Elite beteiligt sich an irgendwas, dann ist das ungefähr so, als würde ich in einen Raum gehen, in dem lauter Analphabeten sitzen. Dann werfe ich einen Haufen Bücher rein, nach 2 Stunden gehe ich mal gucken und sage, oh, kein Schwein liest, Bücher sind sinnlos. Und dann gehe ich wieder raus. In dieser Situation sind wir gerade. Die meisten von uns haben das in der Form ja nicht gelernt. Und diese Beteiligungsprozesse, man muss erst mal wissen, dass es sie gibt. Man muss wissen, wie kann man sich beteiligen. Bei dem ersten hört es meistens schon auf, weil solche Beteiligungsformen oft gar kein vernünftiges Marketing- und PR-Budget haben. Dann weiß man nicht richtig, wie das geht. Dann sind es oft userfeindliche Tools, die sehr kompliziert zu bedienen sind. Die Registrierung, da scheitern schon manche. Alles das ist ja noch im Werden. Und wie das aber tatsächlich Parlamentarismus verändern kann, wir wollen ja jetzt nicht nur vom Pessimismus reden und müssen wir noch 20 Jahre warten. Es gibt ein ganz tolles, aktuelles Beispiel, das schon sozusagen abgehakt ist. Das ist das Transparenzgesetz in Hamburg.
Da waren die Bürgerinnen und Bürger nämlich ziemlich unzufrieden mit dem Filz, den man nicht nur in Berlin kennt, sondern eben auch dort, und wollte über gesetzliche Regelungen mehr Transparenz haben, über öffentliche Verträge, die vergeben werden, dass man sie nicht mehr leaken muss, über Nebeneinkünfte, über alles Mögliche, was man sich bis hin zu Open Data, also Veröffentlichung von Daten in der öffentlichen Verwaltung, alles, was man sich wünschen kann, wollten sie als Gesetz. Gesetz kam nicht, also hat man ein Wiki aufgesetzt und hat ein Gesetz gecrowdsourced. Das muss man sich mal plastisch vorstellen. Da haben sich wirklich Menschen unterschiedlichster Hintergründe von Computergesetzen an einem Wiki gemeinsam ein Gesetz geschrieben. Da waren auch ein ehemaliger Verfassungsrichter beteiligt, also an Kompetenz mangelte es nicht. Es kam ein gutes Gesetz bei raus. Dafür hat man eine Bürgerinitiative gestartet, genug Unterschriften für die erste Stufe gesammelt. Und es gab dann, da gibt es einen festen Prozess für diese Beteiligungsverfahren für die Bürgerschaft in Hamburg, die ja diese Regeln erlässt, entweder die Möglichkeit, das Gesetz als Gesetz zu verabschieden oder aber nach ein paar Monaten das Volk letztlich abstimmen zu lassen, genau über diesen Gesetzentwurf. Und alles lief darauf hinaus. Und man hat sich dann eingestellt, die Initiativen, die daran arbeiteten, einen Sommer lang, nämlich diesen Sommer, den wir gerade haben, wirklich viel Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für dieses entwickelte Transparenzgesetz zu machen. Und das lief so gut an, dass irgendwann die Bürgerschaft Panik gekriegt hat, weil was sähe peinlicher aus als ein vom Volk aufgezwungenes Gesetz, das Politik und Verwaltung transparenter macht. Also hat man in letzter Sekunde Verhandlungsbereitschaft signalisiert, man hat sich hingesetzt mit der Initiative, über das Gesetz verhandelt und innerhalb weniger Wochen wurde man sich einig und hat nicht mal 12 Monate, nachdem der erste Buchstabe im Wiki stand, hat man dieses Gesetz als Gesetz verabschiedet. Und der regierende Bürgermeister stellt sich vor die Presse und sagt, er ist so stolz, einstimmig verabschiedet, das transparenteste Bundesland Deutschlands, und jetzt kommen andere Bundesländer und Städte wie Berlin und sagen, wir wollen das auch. Danke. Es gibt eine Meldung aus dem Publikum, bitte. Ja, guten Tag. Ja. Mein Name ist Jörg Gebauer und ich habe eine Frage, die sich sowohl an Herrn Schulz wie auch an Herrn Heidingsfelder richtet. Und zwar, wir haben momentan eine Situation, in der jetzt geschaut wird, hat der vielleicht betrogen bei seiner Dissertation? Ja, und dann fallen neue Namen und dann haben eben manche zu tun, Teams oder Einzelpersonen, und prüfen die Sachen nach. Und dann kommen Stück für Stück Dinge an die Öffentlichkeit. Ich meine, eigentlich würde ich mir eine Gesellschaft ein kleines bisschen anders wünschen, nämlich eine Gesellschaft, in der gar nicht betrogen wird bei Dissertationen. Das kann man natürlich für die vergangenen Dissertationen im Nachhinein nicht mehr verändern, aber für die zukünftigen. Und deswegen meine Frage einmal an Herrn Schulz, denkt man eigentlich im Bereich der Wissenschaft drüber nach, im Vorfeld, bevor Dissertationen abgegeben werden, sie zu checken? Und an Herrn Heidingsfelder, so sehr er sich vielleicht darüber freuen würde, ja, wenn da jetzt ein neuer Markt entsteht, aber wie ist das aus Ihrer Sicht überhaupt zu bewältigen? Also wäre die ist die Software dafür schon da? Könnten Institute damit ausgestattet werden, die dann dezentral natürlich prüfen, etc. pp.? Ja, wäre meine Frage. Herr Schulz. Tja, also Antwort ist, würde ich sagen, zweigeteilt. Also aus der wissenschaftlichen Perspektive ist es natürlich gut, dass es dieses Risiko gibt, weil das natürlich Leute, die möglicherweise sonst dazu kämen, alleine weil sie glauben, das könnte dann irgendwann auffliegen, das nicht mehr tun. Die zweite Frage, und in der wird natürlich in der Wissenschaft extrem heftig drüber diskutiert, ist, wie kann man eigentlich die Betreuung der Dissertationen noch so verbessern, dass man das von selber mitbekommt. Da muss die Wissenschaft sich an der einen oder anderen Stelle sicher an die Nase fassen, dass zum Beispiel man nicht zu viele Doktorandinnen und Doktoranden annimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eben auch in der Materie so gut drin ist, dass man das beurteilen kann. Das ist offenbar nicht in allen Fällen tatsächlich so geschehen. Also ich glaube, die Zahl beispielsweise der Betreuungsverhältnisse, die man haben kann, die ist begrenzt. Und wenn das zunimmt und dann Leute vielleicht auch mit fertigen Texten kommen, dann ist das eigentlich nur noch mit technischen Hilfsmitteln richtig zu überprüfen. Aber insofern muss man aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, dass es diese Möglichkeit gibt, ist ein Vorteil. Also ich sehe das auch so. Es ist, denke ich, eine wichtige Zäsur überhaupt für die Wissenschaft in Deutschland. Das, was Guttenplack und Phoneplack da zusammen auf die Beine gestellt haben, ist natürlich ein riesiges Bedrohungspotenzial für alle diejenigen, die wissenschaftlichen Arbeiten abfassen. Und
ich sage mal so 30% der Anfragen, die bei mir aufschlagen, sind Personen, die fragen, können Sie es nicht nochmal anschauen? Ich bin mir nicht ganz sicher und ich habe zwar nicht plagiiert, die Leute, die sich bei mir melden, die haben auch nicht plagiiert. Also ich konnte mal einem Arzt helfen, der hat richtig ein paar Hämmer drin gehabt. Das hat er dann auch eingesehen, aber die haben alle Angst und deswegen ist es gut, dass es sowas gibt. Ich denke, es wird auch in Zukunft die Angst weiter bestehen. Ich mache das halt jetzt gewerblich. Also es gibt nicht nur Froniplag, es gab auch vorher schon Plagiatsucher. Das waren aber also alles Einzelturner. Und Froniplag hat ein gewaltiges Bedrohungspotenzial. Und es ist gut, dass die Plattform noch existiert und noch aktiv ist. Die Leute haben Angst und das dient der Wissenschaft. Und das finde ich sehr gut an der Plattform. Das Ganze hat aus meiner Sicht aber noch einen anderen Aspekt. Ich glaube, wir alle, wir haben viel zu lange Doktorarbeiten als Karrierebeschleuniger missbraucht. Und wenn ich sage wir, dann betrifft es natürlich diejenigen, die es gemacht haben, aber ehrlich gesagt auch die Universitäten, die es zugelassen haben. Das ist doch offensichtlich, dass in vielen Fächern die ehrliche Motivation nicht primär eine wissenschaftliche war, sondern das war eine Art berufsbildender Abschluss. Kann ich Leuten gar nicht vorwerfen, weil das sozusagen Teil des Systems war, das eben auch als solchen zu begreifen. Jetzt kriegen sie die Quittung. Aber ich finde auch, dass eben auch Universitäten das zugelassen haben, dass es genauso gesehen wird. Und jetzt glaube ich, dass da angesetzt werden muss, dass man verstehen muss, dass eine Doktorarbeit einen wissenschaftlichen Anspruch haben muss und nicht einen berufsbildenden Abschluss darstellt. Ich mache eine kurze Zwischenzusammenfassung. Wir stehen am Anfang. Wir sind Analphabeten, wenn ich Sie jetzt best richtig interpretiere. Nicht Analphabeten, sondern Erstklässler sozusagen, die anfangen, mit dem Internet sich zu beschäftigen und die ersten Buchstaben zu lesen. Was ich aber auch höre, ist, dass alte, verkrustete Systeme zusammenkrachen oder wirklich so ins Wanken geraten, nehmen wir Teile des Wissenschafts zum Beispiel. Was ich aber auch wieder höre, ist, Sie sagten es, es gibt eine neue Elite. Es bildet sich eine neue Elite aus, eine digitale Elite, die jetzt sozusagen im Netz die Dinge strukturiert und leitet. Ist es nicht irgendwie auch ein bisschen dasselbe im Grünen, was wir vorher in der analogen Welt schon hatten, bildet sich jetzt neu im Netz heraus? Aber es sind nicht dieselben Kompetenzen und dieselben Akteure. Also insofern ist der Mechanismus ähnlich. Ja, das ist sicher richtig. Ob man das jetzt an sich schon kritisch sehen will, das weiß ich nicht, weil es gibt das, alle Studien über Netzwerke zeigen, die funktionieren dann, wenn es jedenfalls zeitweise Verdichtungen gibt. Also Netzwerke, die funktionieren, die komplett gleich sind, die gibt es eigentlich kaum. Also bei wirtschaftlicher Zusammenarbeit kann man das sehen. Das muss nicht mehr so wie früher immer so eine Institution sein, die jetzt über Jahrhunderte irgendwas macht, aber die zeitweise wenigstens eine gewisse moderierende Rolle übernimmt. Und so würde ich auch sagen, sind diese neuen Eliten auch keine, die jetzt so lange irgendwie durchhalten werden, wie jetzt irgendwie die Institutionen der Massenmedien oder sowas sich über eine längere Zeitperiode als was für die Gesellschaft Besonderes herausgebildet haben. Aber es ist, finde ich, nachvollziehbar für eine Gesellschaft, dass sich das verdichtet, auch in bestimmten Personen, Institutionen, Parteien und so weiter. Ja. Aber ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass die Zyklen der Veränderung kürzer werden. Und das kann man auch jetzt schon sehen. Also Eliten entstehen ja auch dadurch, dass andere sie dafür halten. Nicht? Also Eliten formen sich ja nicht selbst, sondern so wie der König immer von den anderen gespielt wird im Theater, werden Eliten von den anderen konstruiert. Und da konnte man in den Medien und in der traditionellen Politik auch eine, würde ich sagen, zum Teil hysterische Überbewertung von Netzaktivisten erkennen, weil man sich mit dem Thema nicht auskannte. Also man gesagt, oh Gott, das ist jetzt was ganz Wichtiges, ich kenne mich nicht aus, die kennen sich aus, deshalb sind die jetzt die Neuen. Das wird ein bisschen relativiert, je stärker traditionelle Politik das auch mit integriert. Das dauert aber seine Zeit. Das kann man richtig sehen, dass also die Netzpolitiker in den Parteien deutlich aufgewertet sind, aber das ist, glaube ich, nur begrenzt angekommen jetzt irgendwie bei den Fraktionsleitungen. Die sehen jetzt auch, es ist ein wichtiges Thema und fangen auch an, selber die Instrumente stärker zu nutzen, aber die haben das noch nicht so integriert, dass man jetzt sagen könnte, die sind komplett Alphabeten in dem Sinne dieses Vergleiches schon. Es sind also fragilere Eliten, die wir haben, sozusagen die Neuen. Das ist schon ein Unterschied zu vorher. Es gibt noch eine Wortmeldung hier. Ja, mein Name ist Gebauer, ich bin im Bundespresseamt tätig. Und wir sind ja im Moment so in einer ganz interessanten Situation, dass wir, also das Bundesregierung ist eine repräsentativ legitimierte Institution, die politisch handeln soll und muss und sich bemüht, auch die neuen Kommunikationsformen zu nutzen, über Bürgerdialoge zum Beispiel, aber auch
über soziale Netzwerke teilweise schon. Und die Ergebnisse sind, also will ich jetzt nicht bewerten, aber wenn man es nüchtern betrachtet, stellt man fest, dass die repräsentative Vermittlung von Politik oder die repräsentativ zustande kommende politische Handlung durch sowas zumindest nicht ersetzbar ist. Ein interessantes Beispiel war das mit dem Gesetz. Das ist vielleicht deswegen möglich, weil hier nicht eine Meinung abgefragt wurde, sondern man hat sich zusammengetan, um etwas Konstruktives zu machen. Man hat sozusagen schon quasi institutionell gemeinsam gehandelt, während wenn Sie Meinung abfragen, dann haben Sie eben das Problem, dass etwas nicht Konsistentes unter Umständen zustande kommt. Sie fragen, wollen Sie Steuersenkungen? Da sind die Bürger dafür. Sie fragen, wollen Sie ausgeglichene Haushalte? Sind Sie dafür? Aber es ist nicht kompatibel, es ist nicht konsistent. Und diese Vermittlung, die ist eben nicht, dazu braucht man eben doch sowas wie Repräsentativität. Meine Frage ist, also wenn ich mir das so anhöre, finde ich doch eher in vielen Fällen, dass das Internet ergänzend zu den bestehenden Institutionenverfahren sich verhält. Also insbesondere was Transparenz betrifft. Es können Dinge aufgedeckt werden. Es ist mehr Kontrolle möglich. Und nicht so sehr, eigentlich gar nicht so sehr konkurrierend. Also zumindest nicht so stark, wie es vielleicht mancher Pirat oder Netzaktivist sich das wünscht. Würden Sie, Herr Schulz, das auch eher, sehen Sie eher eine Konkurrenz oder eine Ergänzung jetzt dieses neuen Mediums zu den bestehenden Verfahren und Institutionen in der Politik? Also das kann man im Prinzip jetzt noch nicht absehen. Ich würde sagen, es spricht viel dafür, dass es sich als Ergänzung entwickelt, aber eine strukturprägende Ergänzung. Man darf es nicht, das würde ich auch in Richtung Bundespresseamt sagen, dann ist jetzt ein neuer PR-Kanal sozusagen. Das ist schon was strukturell anderes, auch mit dem man anders reagieren muss. Aber mein Eindruck ist, dass es die Demokratie verändern wird, aber nicht eine andere Demokratie schaffen wird. Vielen Dank. Die wollen das übrigens auch gar nicht. Die wollen das nicht als einziger Kanal, der alles andere ersetzt. Ich fand übrigens sehr interessant, der REC-Sprecher twittert ja auch, also unser Regierungssprecher, und der nutzt das eben nicht nur als Kanal, um Informationen mitzuteilen, sondern auch um welche aufzunehmen. Und Jule Probst, ein Augenschmaus auf Twitter zum Beispiel, hat ja wiederholt Kommunikation mit dem Regierungssprecher über Twitter gehabt und hat erreicht, dass mehr Barrierefreiheit in öffentlichen Auftritten von Angela Merkel, Neujahrsansprache und solche Sachen eingeflossen ist, dass man Gebärdensprache hat, Untertitel und sowas. Das war eine Twitter-Kommunikation, die sie mit dem Regierungssprecher hatte. Und das finde ich ein ganz tolles Beispiel. Das ist die Veränderung, die im Prinzip struktureller Natur ist. Ja. Herzlichen Dank. Wir sind am Ende dieser Sendung. Es tut mir leid. Strukturprägende Ergänzung. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, was es so zusammenfasst, dass das eine nicht sozusagen die repräsentative Demokratie nicht ablöst, sondern dass es sie ergänzt, sie in Teilen aufbricht, dass wir neue Eliten haben, die aber viel fragiler sind als vorher, die sich vielmehr auch einer anderen Öffentlichkeit stellen müssen. Und wichtiger Kenntnis auch, wir sind ganz am Anfang und sozusagen in der ersten Klasse des Lernens des Internets. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächsgästen hier in dieser Runde, und zwar Anke Domscheit-Berg, herzlichen Dank, Wolfgang Schulz vom Institut vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, herzlichen Dank. Dann auch Martin Heidingsfelder, Internetunternehmer und Gründer der Plattform Phoniplug, und Stefan Groß-Selbeck, Vorstandsvorsitzende der Xing AG. Herzlichen Dank, dass Sie alle hier waren und diskutiert haben. Ich möchte gerne noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Zum einen auf die Veranstaltung Zinnovations 2012. Das findet in der nächsten Woche hier statt, das Forum für Internet, Politik und Innovation. Und ganz wichtig, den digitalen Salon gibt es wieder, und zwar am 28. September, am letzten Freitag im September, dann unter dem Titel Die intelligente Stadt. Wie sieht das Leben in den Smart Cities der Zukunft aus? Darum wird es dann Ende September hier gehen. Herzlichen Dank.